Willkommen hier in der Veranstaltung zur Einführung in die pädagogische Psychologie. Ich freue mich, Sie alle hier begrüßen zu können, sowohl diejenigen von Ihnen, die gerade in unserem Zoom-Raum da dabei sind, als auch viele andere, die uns zu einem späteren Zeitpunkt diese Veranstaltung, diese Veranstaltungsreihe auf YouTube verfolgen. Wir werden heute in der Einführungsveranstaltung vielerlei organisatorische Dinge klären, bevor wir dann in der nächsten Woche dann in die einzelnen thematischen Schwerpunkte auch größer einsteigen. Diese Veranstaltung allgemein ist zwar als Vorlesung konzipiert worden. Wir werden allerdings auch vielerlei interaktive Elemente in diese Veranstaltung mit eingebaut haben, sodass Sie, wenn Sie die Veranstaltung live via Zoom verfolgen, dann auch sowohl im Chat als auch während verschiedener Breakout-Räume dann auch mit Ihren Mitstudierenden interagieren können. Wir werden das auch probieren, wie das alles funktioniert, auch so mit den Reaktionen auf Zoom. Klar, bei Twitch beispielsweise könnten Sie halt da noch etwas wesentlich aktiver unterwegs sein. Vielleicht ist das etwas für das nächste Jahr, was wir probieren. Aber ich glaube, wir werden auch ein wirklich spannendes Semester hier auch gemeinsam verbringen. Okay. Der Plan für die heutige Veranstaltung ist, dass Sie auch die einzelnen Themen ein bisschen genauer kennenlernen, und da werden wir Sie auch weiter quasi so als kleinen Teaser jeweils Informationen be bekommen, worum es bei uns in der pädagogischen Psychologie wirklich geht. Genau, aber zunächst vielleicht etwas zu uns als Lehrpersonal für unsere Veranstaltung. Ich bin seit 2019 hier an der Universität. Vorher war ich viele Jahre in Amerika. Und mein Forschungsschwerpunkt ist vor allem bezogen auf, wie man digitale Medien verwenden kann, um Lehr- und Lernprozesse zu verstärken und zu unterstützen. Und auch spannenderweise, wie man die Hochschullehre effektiver gestalten kann. Von daher werden Sie auch im Verlaufe dieser Sitzung auch merken, wie ich zum einen auf Erkenntnisse, die wir mit unseren verschiedenen Forschungsteams gemacht haben, wie wir darauf zurückgreifen, damit wir diese Veranstaltung für Sie möglichst ideal auch gestalten können. Als auch, und darauf freue ich mich auch schon ganz persönlich, werden wir in den letzten zwei Semesterwochen, wo wir inhaltliche Inputs haben, werden wir auch teilweise da auf verschiedene Forschungsergebnisse auch eingehen. Teil von unserem Lehrteam ist ebenfalls Frau Vorner, die Sie auch wahrscheinlich schon auch via E-Mail hin und wieder auch gesehen haben. Ja, hi zusammen auch von mir. Ich bin Pia. Ich komme aus Herrenberg und studiere seit 2019 hier empirische Bildungsforschung und pädagogische Psychologie. Seit einem Jahr bin ich jetzt Hiwi bei Herrn Fischer und ich kann mich noch genau erinnern, wie ich im ersten Seminar, also im ersten Semester bei mir auch in dieser Vorlesung saß. Und jetzt freue ich mich darüber, Sie mitbetreuen zu können. Also ich bin eure Ansprechperson, falls ihr irgendwie Schwierigkeiten oder einfach Fragen habt zu den Plattformen oder zur Vorlesung allgemein, dann schreibt mir einfach eine Mail. Meine Mail kommt auf mehreren Folien heute noch vor und ist auch bei Ilias hinterlegt. Also ich bin sicher, dass ihr mich erreicht, wenn ihr euch bei mir melden möchtet. Okay, genau. Und jetzt sind wir natürlich auch sehr gespannt, Sie ein wenig besser
kennenzulernen. Und zwar werden Sie auch vielleicht schon gesehen haben, bei Zoom gibt es so verschiedene Reaktionsbuttons auf der unteren Kontrollleiste. Da würde ich Sie bitten, dass Sie einmal dahin navigieren. Und dann, wenn Sie im Bachelor Empirische Bildungsforschung studieren, einen Emoji, natürlich am besten irgendwie einen Smiley oder irgendwie so Daumen hoch, würde mich freuen, verwenden würden. Okay, ich sehe auch schon, bei den ersten von Ihnen haben Sie diese Funktion auch schon gefunden. Das ist schon sehr gut. Sehr cool. Okay, das scheint zu klappen. Sehr gut. Okay, dann zweite Reaktion ist für Studierende, die im ersten Semester studieren. Bitte da einmal die Emojis verwenden, den mit dem Reaktionsbutton. Okay, ich sehe auch schon, dass da verschiedene Studierende, traumhaft, das interaktiv. Leider reden Sie auch noch etwas wenig. Prinzipiell nur als kleiner Hinweis, wir zeichnen diese Veranstaltung hier in Kooperation mit dem Zentrum für Medienkompetenz auf. Wir haben hier irgendwie drei fette TV-Kameras, die auf uns gerichtet sind. Ich werde auch vielleicht irgendwann mal einfach mal ein Bild davon machen und das irgendwie auf Twitter hochladen, damit Sie dann irgendwie so den Behind-the-Scenes-Eindruck bekommen. Das gesagt bedeutet vor allem, wenn Sie Fragen haben, können Sie die Fragen sowohl über das Chatfenster stellen. Da bleiben Sie auch anonym und Ihre Namen werden auch nicht genannt. Sie können sich allerdings auch ebenfalls melden. Das sehen wir hier auf unseren Monitoren und dann können wir Sie auch quasi live in das Studio hinzuholen. Sie sollten allerdings dann auch wissen, dass Ihre Übertragung dann halt auch dann für die Weltpresse dann auch zur Verfügung steht, halt mit Bild, Namen und so weiter. Wenn Sie das machen, wozu Sie auch herzlich eingeladen sind, dann geben Sie aber auch logischerweise Ihr Einverständnis dafür, dass Sie auch dann ausgestrahlt werden, logischerweise. Okay, dritte Reaktion. Und zwar, Sie haben bereits schon etwas über die pädagogische Psychologie gehört. Da bin ich schon auch sehr gespannt, ob es da viele Reaktionen gibt. Okay, sehe ich auch schon einige Reaktionen da. Okay, ich sehe, wir haben das mit den Reaktionsbuttons auch schon gefunden. Das ist sehr cool. Prinzipiell, es gibt auch, das haben Sie auch schon vielleicht gesehen, so einen schneller oder langsamer Button. Das heißt, wenn wir etwas zu schnell sagen oder Themenbereiche nicht irgendwie ausführlich genug erklären, können Sie auch gerne diese Reaktionsfunktion verwenden. Prinzipieller Trick, wenn Sie die Veranstaltung auf YouTube sich anschauen. Ich bin ein großer Freund davon, die Wiedergabegeschwindigkeit halt so zu verändern, um mir viele Sachen irgendwie mit einem halbfacher Geschwindigkeit anzuschauen. Und das würde ich Ihnen ebenfalls auch empfehlen, quasi das so zu schauen, wie quasi für Sie das optimale Wiedergabetempo auch aussehen würde. Prinzipiell, wenn Sie das, die Veranstaltung sich anschauen, Pro-Tipp, schauen Sie auch, dass Sie vorspulen oder zurückspulen. Sachen, die schwierig sind, vielleicht einfach sich zwei-, dreimal anhören oder so. Großer Hinweis, wie Sie auch quasi personalisiert und auch etwas zeiteffizienter dann auch diese Veranstaltung verfolgen können, logischerweise. Okay, so, was sind die Ziele allgemein von unserer Vorlesung? Also was wir wollen, ist, dass Sie die pädagogische Psychologie als Teilbereich von vielen, vielen verschiedenen Fächern verstehen. Insbesondere, dass es auch wirklich ein interdisziplinäres Fach ist und dass Sie auch wirklich die Besonderheiten von unserem Fach auch genauer kennenlernen. Insbesondere steht im Fokus die Prozesse des Lehrens und Lernens
Und wir wollen quasi, dass sie Forschungs- und wissenschaftstheoretisches Verständnis erwerben, um die wichtigsten Theorien und Bausteine der pädagogischen Psychologie auch nachvollziehen und dann auch quasi in ihrem eigenen Kontext, in ihren eigenen Bereichen auch gut anzuwenden. Sie werden auch schon voraussichtlich einige von den Theorien auch schon mal gehört haben, gesehen haben. Und das wollen wir quasi, daran wollen wir anknüpfen und es auch tiefergehend auch dann verstärken, sodass sie dann auch quasi in ihrem Leben dann auch profitieren können von den Dingen, die sich hier im Verlaufe dieses Semesters auch erfahren und erlernen werden. Prinzipiell ist auch noch ein anderes der großen Ziele, ist, dass Sie die Bedeutung der pädagogischen Psychologie für Ihr Studium dann auch gut bewerten und auch verwenden können. Wir haben die große Freude, und das freut mich wirklich sehr, über diese E-Mail, wo wir wirklich alle Studierenden der Universität Tübingen hier für unsere Vorlesung eingeladen haben, wirklich die großartige Möglichkeit, wirklich auch voneinander, dass sie voneinander auch lernen können, weil wir Studierende aus sehr vielen unterschiedlichen Studiengängen haben. Und sie werden auf unserem Piazza-Forum und auch auf vielen anderen Plattformen Möglichkeit haben, wirklich auch untereinander in Diskurs zu kommen und da gerade die verschiedenen Perspektiven zu sehen. Darauf freue ich mich auch schon wirklich auch sehr persönlich drauf. Okay, allgemeine Informationen. Es gibt ein paar Bücher, die wir empfehlen würden, prinzipiell, wo Sie weiterführende Informationen zu Vorlesungsthemen auch bekommen werden. Prinzipiell allerdings finden Sie den Großteil der Literatur, die auch quasi für uns relevant ist und worauf sich auch ein Großteil der Vorlesungsfolien bezieht, auf Ilias. Und diese Quellen haben wir auch quasi da auf Ilias und auch auf Greatcraft hinterlegt. Prinzipiell, wir haben viele verschiedene Plattformen hier in unserer Vorlesung. Es ist klar, dass das insbesondere zu Beginn etwas eine kleine Herausforderung darstellt, sich mit den verschiedenen Plattformen zurechtzufinden. Ich bin allerdings komplett von Ihnen überzeugt, dass Sie da auf dem richtigen Wege auch sein werden, das auch dann gut zu bewerkstelligen. Wir haben jetzt eine kurze Einführung in jede von diesen Plattformen vorbereitet. Wenn Sie generell danach noch Fragen haben, wie man da hereinkommt oder andere Dinge, dann bitte an Frau Vorner wenden und dann bekommen wir da auch sicherlich die Fragen von Ihnen geklärt. Okay. Ja, die Plattformen, die wir verwenden, sind Ilias, Piazza und Greatcraft. Ilias kennen Sie wahrscheinlich alle schon, da dürften Sie schon ein bisschen reingekommen sein. Hier auf der Folie nochmal meine Mailadresse, falls Sie irgendwelche Fragen haben zu den Plattformen. Dann würde ich die jetzt einfach nacheinander ein bisschen vorstellen. Ach so, ja, genau, allgemein gilt natürlich, wenn Sie eine Frage haben. Vielleicht können Ihnen auch Ihre Kommilitonen dabei helfen. Falls nein, bin ich immer für Sie da. Genau, und wir haben ebenfalls in unserem Piazza-Forum quasi eine eigene Rubrik, wo Sie auch wirklich Fragen stellen können. Und ich will Sie auch wirklich ermuntern, Fragen zu stellen, weil wenn Sie eine Frage haben, haben wahrscheinlich Ihre Mitstudierenden die gleiche Frage. Der Trick ist halt, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben, dann werden wir Ihnen zwar die Frage beantworten, aber vielleicht andere Studierende, die gleiche Frage haben und sich vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht trauen, die Frage zu stellen, müssen dann halt wesentlich weiter auf die Informationen warten. Von daher
kann ich Sie auch quasi wirklich nur ermuntern, in unserem Piazza-Forum wirklich die Passwörter schreibe ich gerade in den Chat herein, die Fragen zu stellen. Und auch wenn Sie auch die Antwort auch wissen, dann beantworten Sie die Fragen auch ruhig direkt. Also das ist wirklich überhaupt kein Problem. Genau, das eine Frage vom Chat hier, wo wurde das Ilias-Passwort bereits geteilt? Das ist jetzt im Chatfenster drin. Okay. Okay, auf Ilias nehme ich an, waren Sie alle schon mal, aber wie gesagt, der Username ist die Benutzerkennung, die Sie zugeteilt bekommen, üblicherweise 5 Buchstaben und 2 Zahlen und dann eben Ihr von der Uni vergebenes Passwort oder das, was Sie geändert haben, dann letztendlich, da kommen Sie da rein. Und unsere Veranstaltung finden Sie, wenn Sie aufs Magazin gehen. Unter den vielen Veranstaltungen, zum Beispiel können Sie die Baumansicht aufrufen und gehen auf das Wintersemester. Wir sind die 6, das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, unter dem Studiengang Empirische Bildungsforschung im Bachelor in Modul 1. Da können Sie die Veranstaltung finden oder auch einfach in die Suchfunktion einmelden und sich dann anmelden mit unserem Passwort, das im Chat steht. Die zweite Plattform, die wir benutzen, ist Piazza. Die können Sie einfach unter folgendem Link aufrufen. Dann sollten Sie das Term wählen, in dem wir sind, also das Wintersemester oder Fall 2021, wie es jetzt ist, und finden den Kurs unter dem Kursnamen, der hier aufgeschrieben ist. Können Sie da einfach eingeben und dann Join klicken. Dann sollten Sie da direkt drauf kommen. Genau, prinzipiell ein kleiner Pro-Tipp zu Piazza. Piazza liebt es, viele E-Mails zu schreiben. Vor allem, ich glaube, die Standardeinstellungen sind, dass Sie jedes Mal eine E-Mail bekommen, wenn ein Beitrag in unserem Forum verfasst wurde. Im letzten Jahr bei, glaube ich, 150 Studierenden ungefähr hatten wir so an die 5000 Beiträge. Also auch sehr viele E-Mails, wie Sie sich das vorstellen können. Aber Sie können da lernen, wie Sie zum einen entweder E-Mails von einer speziellen E-Mail-Adresse automatisch in den Papierkorb weiterleiten lassen mit Ihrem E-Mail-Browser oder wenn Sie in den Piazza-Einstellungen halt schauen, können Sie da auch die Benachrichtigungsintervalle entsprechend modifizieren auch. Ja, sehr guter Tipp auf jeden Fall. Zum ersten Mal, wenn Sie den Kurs aufrufen, werden Sie dazu angeleitet, sich zu registrieren bei Piazza. Wählen Sie dafür einfach Ihre Studi-Mail und dann kriegen Sie einen Link oder einen Code zugeschickt, mit dem Sie sich dann anmelden können. Dann sind Sie da drin. Und wie immer gilt, bei irgendwelchen technischen Problemen schreiben Sie mir eine Mail. Genau, es war auch gerade im Chat eine Frage, ob man für Piazza einen Validierungscode braucht. Sie brauchen, glaube ich, das Passwort und der Validierungscode wird quasi in der E-Mail zugeschickt, oder? Genau, der Validierungscode ist für die Registrierung, dass Sie einfach angemeldet sein können bei Piazza. Und das Kurspasswort ist dann nochmal ein separates, was zum Kursbeitritt ist. Auf Piazza sollten da auch Tipps und Tricks stehen auf der ersten Seite. Die sollten Sie sich ein bisschen durchlesen, ein bisschen vertraut machen damit, wie Sie sich navigieren können auf der Webseite. Und hier oben sehen Sie auch schon die kleinen Register. Das sind Folders, da können Sie dann auswählen, wenn Sie irgendwelche Sachen hochladen, unter welchen Folder die gehören. Aber dazu sprechen wir auch nachher nochmal, wenn wir es genauer erklären. Genau, also Piazza ist einfach zum Aufgaben hochladen eine Plattform. Außerdem benutzen wir Gradecraft. Da werden wir sie später hinzufügen. Das heißt, Sie müssen sich dann nicht wirklich für den Kurs anmelden, aber Sie
rufen dann später die Webseite GradeCraft auf und registrieren sich ebenfalls mit ihrer Mailadresse und vergeben sich ein Passwort, was sie für die Zukunft benutzen werden. Der Schreibtisch oder das Dashboard von Piazza, von GradeCraft sieht dann ungefähr so aus. Oben rechts ist das Wichtigste, das sind die Upcoming Events. Da steht dann, welche Woche gerade ist und welche Aufgaben als nächstes anstehen, chronologisch nach Deadlines angeordnet. Und unten links können Sie auf die Assignments auch direkt zugreifen. Dann haben Sie einen Überblick darüber, was alles die Aufgaben sind. Und ein bisschen weiter unten gibt es dann auch noch die Kristallkugel. Das ist ein Tool, womit Sie Ihre Punkte vorhersagen können. Also da werden auch nochmal alle Aufgaben aufgelistet und Sie können sich entscheiden, welche Sie davon machen wollen und können sich dann anzeigen lassen, wie viele Punkte Sie dann ungefähr erreichen können oder ob Sie irgendwas mehr machen können oder weniger, um den Kurs zu bestehen. Aber auch dazu nachher mehr. Genau, prinzipiell werden Sie das ja auch schon gesehen haben, dass Sie, wenn Sie quasi in der E-Mail, wo wir Ihnen den Überblicksplan für unseren Kurs zugesendet haben, dass Sie wirklich eine große Vielzahl an Möglichkeiten haben, Punkte bei uns zu erwerben. Insgesamt würden wir Sie bitten, quasi zum Bestehen des Kurses 1 Million Punkte zu erwerben. Allerdings, wie Sie quasi diese 1 Million Punkte erwerben, das bleibt Ihnen wirklich komplett selber überlassen. Also Sie haben da auch wirklich die absolute Flexibilität und Freiheit, selbstbestimmt und auch quasi zu der jeweiligen Zeit, weil verschiedene Assignments sind halt an verschiedenen Zeitpunkten während des Semesters einzureichen, ihren eigenen Lernfortschritt zu erweitern. Für die einzelnen Assignments, die stellen wir Ihnen jetzt auch gleich vor und auch so ein bisschen so mit der Begründung, warum wir halt glauben, dass Ihnen diese Aufgaben helfen können, quasi Ihren eigenen Lehr- und Lernprozess zu verstärken. Prinzipiell, Sie können sich sicherlich fragen, okay, warum 1 Million Punkte? Warum nicht irgendwie nur 100 Punkte? Verstehe ich. Aber ich möchte Ihnen natürlich die Möglichkeit geben, Millionärin oder Millionär zu werden. Ist das nicht etwas Schönes, wenn Sie quasi an der Universität Tübingen dann herausgehen und sagen können, ich bin Millionär geworden durch mein Studium an der Universität Tübingen, Exzellenzuniversität, das finden wir auf jeden Fall sehr gut, sind zunächst nur GradeCraft-Punkte, aber vielleicht im richtigen Leben später ebenfalls zumindest wollen wir Ihnen da den ersten kleinen Vorgeschmack darauf bieten. Allgemein, ebenfalls auch sehr wichtig, 1 Million Punkte sind quasi zum Bestehen der Vorlesung, um einen unbenoteten Teilnahmeschein zu erwerben. Mit diesem Teilnahmeschein können Sie dann an der Klausur teilnehmen, um auch einen benoteten Schein zu bekommen. Prinzipiell, weil wir Studierende aus sehr vielen Studiengängen hier haben, würde ich Sie bitten, mit Ihren Prüfungsämtern, wenn Sie nicht in einem der Studiengänge drin sind, die nativ dieser Veranstaltung zugeordnet sind, mit Ihren Prüfungsämtern zu klären, wie Sie sich diese Veranstaltung auch für Ihr Studium anrechnen lassen können. Und wenn Sie dann irgendwie Papierscheine brauchen oder irgendwelche anderen Bestätigungen, damit Ihre Prüfungsämter glücklich sind, weil ein weiterer Pro-Tipp, solange Ihr Prüfungsamt glücklich ist mit Ihnen, dann haben Sie auf jeden Fall sehr viele Vorteile in Ihrem Studierendenleben. Also ich habe früher bei mir während des Studiums den teilweise auch irgendwie so Schokolade vorbeigebracht und so. Das hilft, habe ich mir zumindest eingebildet. Aber also klären Sie das bitte jeweils mit Ihren Prüfungsämtern ab. Und wir probieren logischerweise auch das maximale Mögliche auch für Sie zu machen. Zu der 1 Million Punkten prinzipiell können Sie in dieser Veranstaltung 2 Millionen Punkte insgesamt erwerben. Das heißt, es ist auch sehr wichtig, dass Sie wirklich sich auch selber einteilen, was Sie machen und wie Sie es machen. Weil es kann auf den ersten Blick ziemlich überfordernd wirken, dass wir so viele Aufgaben haben, so viele Assignments, so viele
Deadline so viele Möglichkeiten. Und es besteht dann die Gefahr, dass vielleicht Personen wirklich auch jede einzelne Aufgabe machen wollen, bei jeder einzelnen Aufgabe wirklich hoch performen wollen und auch wirklich alles machen wollen. Können sie natürlich machen, auf jeden Fall. Das steht ihnen komplett frei. Kann ich sie auch quasi auch wirklich zu ermuntern, weil wir glauben auch bei jeder einzelnen Sache, dass sie wirklich auch viel lernen. Aber strategisch gesehen brauchen sie ja quasi nur die Million. Und dann könnten sie wirklich auch überlegen, okay, wie sie quasi ihren eigenen Lernweg dahin bauen. Okay, jetzt erzähle ich Ihnen etwas zu den Quizzen. Und ich sehe auch schon, da geht auch schon einiges im Chat hier los. sehr gut. Quizze bringen Ihnen 10.000 Punkte für jede richtige Antwort. Sie haben 4 Fragen pro Quiz. Sie können auch nur einmal an einem Quiz teilnehmen für jede Vorlesung. Es gibt keine negativen Punkte, das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und die Quizze beziehen sich immer jeweils auf die inhaltlichen Vorlesungen, können also dann nach jeder Vorlesung werden die Quizze auf Ilias freigeschaltet und da können Sie die Quizze auf Ilias beantworten bis zum Sonntag in der Vorlesungswoche. Die Quizze werden in einem Wahr- und Falsch-Format, also quasi Single-Choice-Format gemacht. Und der Sinn und Zweck da ist, dass Sie zum einen sich nach der Veranstaltung nochmal mit den Vorlesungsthemen beschäftigen, die auch wiederholen und sich dann auch vielleicht nochmal die Folien anschauen, vielleicht nochmal die Aufzeichnung von der Vorlesung anschauen und da quasi ihr Wissen noch vertiefen. Das Spannende ist jetzt auch quasi ein anderer Grund, warum wir diese Quizze machen. In dem gleichen Format wird später Ihre Klausur gestaltet sein. Und wir werden auch eventuell, das müssen wir uns noch überlegen, wir haben die Quizaufgaben für dieses Jahr auch noch nicht fertiggestellt, werden halt... Also die Quizaufgaben werden in dem gleichen Format sein wie die Klausur später. Das heißt, wenn Sie quasi Sorgen haben bei der Klausur von wegen, okay, wow, wie sieht die Klausur aus, wie machen wir das? Wenn Sie bei den Quizzen sehr gut zurechtkommen, sind Sie auf jeden Fall auch sehr gut für die Klausur vorbereitet. Wir werden auch wahrscheinlich aus den vergangenen Jahren eventuell verschiedene Klausuraufgaben nehmen und die quasi in unseren Quizzen verarbeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob das strategisch so klug war, weil ich denke halt, wenn Sie bei den Fachschaften nach irgendwie Klausurlösungen aus den vergangenen Jahren nachfragen, eventuell kriegen Sie da welche, das kann ich nicht beurteilen. Frau Forner ist übrigens in der Fachschaft drin sogar, glaube ich. Das heißt, sie könnte das beantworten, wird es jetzt allerdings aus strategischen Gründen für unsere Vorlesung natürlich nicht machen. Genau, aber das, wie gesagt, ich würde Ihnen halt auch wirklich in erster Linie empfehlen, das wirklich als Lerngelegenheit zu nehmen, auch wirklich nochmal die Vorlesung zu wiederholen, weil prinzipiell es bringt Ihnen ja nicht wirklich etwas, dann einfach nur Lösungen dann von irgendwo her zu nehmen. Ich glaube, wir machen einfach eigene Fragen. Ich merke schon, dass es, ja, ich glaube, wir machen eigene Fragen. Das ist, glaube ich, wesentlich einfach, aber prinzipiell würde Ihnen auch da wirklich da empfehlen, das quasi als Probeklausur mäßig diese Sachen dann auch wirklich zu sehen, damit Sie da auch gut zurechtkommen. Und im Endeffekt, ob Sie irgendwie bei einem Quiz 10.000 Punkte mehr oder weniger holen, bei einer Million, ist es, glaube ich, alles relativ entspannt. Okay, zweiter Punkt sind Reading Reactions. Die Reading Reactions werden auf Piazza hochgeladen, da würden wir Sie bitten. Und zwar zu jeder inhaltsbezogenen Vorlesung haben wir verschiedene Literatur hochgeladen, wo wir sagen würden, okay, das sind wichtige Quellen, wo Sie
wo sie auch wirklich gut sich auf die Sitzung jeweils vorbereiten würden. Das heißt, die Reading Reactions sind dann vor der jeweiligen Sitzung jeweils einzureichen. Und die würden sich quasi auf Piazza unter dem entsprechenden Reading Reaction Reiter dann hochladen. Mit Vor- und Nachname wäre strategisch klug, damit wir Ihnen auch die Punkte zuordnen können. Prinzipiell haben wir das allerdings auch so eingestellt, dass Sie auch eine anonyme, dass Sie auch auf anonyme Art und Weise Ihre Reading Reactions posten können. Dann sehen nur wir beide vom Instruktionsteam quasi Ihre Antworten. Punkte sind werden vergeben, wenn Sie einen Beitrag schreiben, dann kriegen Sie 40.000 Punkte für einen Beitrag. So als Voraussetzung dafür ist, dass der Beitrag 150 Wörter besitzt und dass auch ein Bezug zu dem jeweiligen Text halt auch klar wird, völlig klar. Und dann bekommen Sie auch zusätzliche Punkte, also 10.000 Punkte, wenn Ihre Reading Reaction einen Kommentar hervorgerufen hat. Wenn sie zwei oder mehr Kommentare hervorgerufen hat, dann bekommen sie sogar 20.000 Punkte mehr, also insgesamt 60.000 Punkte. Sehr wichtig, selber Reaktionen auf Reading Reactions zu schreiben, bringt Ihnen zwar keine Punkte, aber wenn Ihr eigener Beitrag so spannend geschrieben wurde, und das würde ich Ihnen auch wirklich empfehlen, da vielleicht auch Fragen aufzuwerfen oder Ihre eigenen Erkenntnisse oder Erlebnisse, die Sie haben, mit der Literatur zu verbinden, um halt auch wirklich irgendwie einen spannenden Beitrag zu schreiben, wo andere Leute auch wirklich darauf antworten wollen, dann kriegen Sie halt mehr Punkte dafür. Und wir haben wirklich auch in den vergangenen Jahren auch gesehen, dass wirklich auch sehr gute Diskussionen quasi über die verschiedenen Themenbereiche in unserem Piazza-Forum auch wirklich entstehen. Und im letzten Jahr waren auch wirklich, also wie gesagt, prinzipiell ist es ja freiwillig, dass sie sich überlegen können, okay, will ich Reading Reactions schreiben? Viele, viele Mitstudierende von Ihnen in den vergangenen Jahren fanden, dass dies eine wirklich sehr spannende Gelegenheit war, sich wirklich auch vertieft mit den Themen der pädagogischen Psychologie auseinanderzusetzen auch. Genau, das heißt, Sie können da 780.000 Punkte maximal erholen. Okay, dann ein weiterer Aspekt sind Blogs, die Sie machen können. Da ist das wirklich als Gelegenheit, sich nochmal vertieft mit Themen auseinanderzusetzen, um auch vielleicht eure Themenbereiche noch etwas besser zu beleuchten, wo Sie noch mehr Interesse entwickelt haben oder wo Sie auch merken, okay, da habe ich etwas in meinem Leben erfahren, das hat voll etwas mit pädagogischer Psychologie zu tun und da, was sie dann halt auch ihren Mitstudierenden auch mitteilen wollen. Also wir wollen ihnen auch da wirklich dann diesen Freiraum auch bieten. So grobe Voraussetzungen 750 bis 1500 Wörter. Typischerweise kriegen Blogbeiträge 50.000 Punkte, wenn sie sich qualitativ von anderen Blogbeiträgen abheben. Entsprechend mehr Punkte. Prinzipiell werden zwei Blogs von Ihnen bewertet. Sie können auch logischerweise mehr einreichen, aber nur zwei werden auch bewertet. Genau. Also wirklich so als eine Gelegenheit auch da wirklich Ihre eigenen Erfahrungen auch zu reflektieren. Oder Sie werden auch merken, zu verschiedenen Vorlesungsthemen, werden wir die schon mit Tiefe behandeln, aber theoretisch könnte man auch zu jedem einzelnen Vorlesungsthema wirklich eine gesamte Veranstaltung über ein gesamtes Semester verteilt auch machen. Und dafür bleibt uns auch leider nicht die Zeit. Sie kriegen also nur hier die absoluten Highlights auch direkt zu hören. Aber wenn Sie dann noch Bereiche vertiefen wollen, ist das beispielsweise mit den Blogs eine gute Möglichkeit auch.
Und lesen Sie auch die Blogs von Ihren Mitstudierenden. In den letzten Jahren wirklich spannend. Und was ich Ihnen auch noch sagen kann, wenn die Blogs so qualitativ herausragend sind, dass wir denken, wow, die Blogs sollten einer breiteren Öffentlichkeit auch zugänglich gemacht werden, dann werden wir auf Sie zukommen, um dann beispielsweise auf unserem Liedpunkt Schule Forschungsnetzwerk dann mit Ihnen arbeiten, um den Blog dann auch da weiter zu veröffentlichen. Diese Plattform kriegt so 10.000 Klicks pro Woche, so ungefähr. Das heißt, Ihre Sachen, die Sie schreiben, könnten dann auch von noch einfach wesentlich mehr Leuten auch gelesen werden. Was ich persönlich halt sehr spannend finde, weil bei normalen Hausarbeiten, die Sie vielleicht im Laufe Ihres Studiums einreichen werden, ich will da auch meinen Kolleginnen und Kollegen auch jetzt nicht irgendwie auf den Hips treten, aber da kann es gut sein, dass Ihre Hausarbeiten, wenn Sie Glück haben, von den Bewertenden gelesen werden. Und hier bekommen Sie halt auch die Möglichkeit, eventuell das halt auch wirklich für viele, viele Leute auch zugänglich zu machen. Und das wird auch irgendwie von der Presse gelesen. Und hin und wieder kriegen wir Interviewanfragen zu einzelnen Beträgen herein und so. Also wirklich quasi Ihnen stehen da auch wirklich die Türen geöffnet. Logischerweise alles nur mit Ihrem Einverständnis. Allgemein gesehen, Piazza ist nur für unsere Veranstaltung. Und niemand außerhalb von Ihren Mitstudierenden und dem Lehrteam wird halt Zugriff haben, Ihre Beiträge auch zu lesen. Okay, dann der dritte oder vierte, die vierte Aufgabe sind Mindmaps, die Sie einreichen können zum Ende des Semesters. Wieso Mindmaps, werden Sie auch quasi im Laufe des Semesters erfahren, was da so der pädagogisch-psychologische Hintergrund auch besitzt. Prinzipiell so ist es auch eine gute Strategie zur Klausurvorbereitung. Wenn Sie eine Klausur schreiben, weil Sie dann die verschiedenen Themenkomplexe in der Mindmap, würden Sie vielleicht auch eh schon machen, in der Klausurvorbereitung miteinander verknüpfen können, um dann auch wirklich Querbeziehungen auch zu sehen von den unterschiedlichen Vorlesungsteilen. Genau, das, wenn Sie die Mindmap einreichen, bekommen Sie ebenfalls Punkte für die Mindmap. Logischerweise sollte die Mindmap auch in gewisser Weise darüber hinausgehen, jetzt nur die Überschriften beispielsweise von der Vorlesung zu übernehmen. Okay, dann auch ein sehr spannender Punkt sind Erklärvideos. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, weiterhin Punkte zu sammeln, relativ ähnlich zu den Blogs, indem Sie zum Semesterende hin ein eigenes Erklärvideo drehen, um vertiefend einen bestimmten Bereich der pädagogischen Psychologie und unserer Vorlesung noch näher zu beleuchten. Sie können diese Erklärvideos, werden im Idealfall dann natürlich auch Ihren Mitstudierenden auch zugänglich gemacht, sodass Sie manche von Ihnen in den vergangenen Jahren haben die auch wirklich auch auf YouTube auch direkt hochgeladen. Das geht natürlich ebenfalls. Aber wir würden diese Erklärvideos dann von Ihnen natürlich auch für Ihre Mitstudierenden zugänglich machen, sodass Sie diese Erklärvideos dann auch noch als zusätzlichen Weg zur Klausurvorbereitung auch verwenden können. Aber Sie werden auch wirklich merken, wenn Sie so ein Erklärvideo selber drehen, wie Sie sich auch wirklich mit den Vorlesungsthemen auch beschäftigen. Prinzipiell, wir sind ja hier im Zentrum für Medienkompetenz. Die Mitarbeitenden hier haben sich auch quasi angeboten, wenn sie Fragen haben, wie erstelle ich ein gutes Erklärvideo, wie mache ich das mit dem Schnitt oder der Kameraführung, was ist eine gute Storyline? Okay, die Storyline müssen Sie halt liefern, logischerweise. Aber
quasi, dass Sie auch da die Möglichkeit haben, in Verbindung mit den Expertinnen und Experten hier von diesem Zentrum in Kontakt zu treten, um halt vielleicht noch die Qualität von Ihrem Erklärvideo doch mal ein Stück weit zu erhöhen. Genau. Und wie gesagt, wie lang so ein Erklärvideo ist, bleibt Ihnen überlassen. Ich glaube, im vergangenen Jahr, wir hatten ein paar, die waren so 5 bis 10 Minuten. Also es kommt auch wirklich darauf an, wie Sie das halt strukturieren wollen. Es geht auch länger. Jetzt so ein 30 Sekunden Erklärvideo-Clip klingt nicht unbedingt sehr lernförderlich für Ihre Mitstudierenden. Okay, dann Podcasts relativ ähnlich zu Erklärvideos. Wiederum bieten sich auch da Möglichkeiten zur Kooperation hier. Wir wollen auch da quasi, dass sie einen Mehrwert und auch, sich auch dann vertieft mit den verschiedenen Themenbereichen hier der pädagogischen Psychologie auseinandersetzen und auch dann dies als weitere Möglichkeit bieten, dass sie auch kreativ tätig werden, um sich mit der pädagogischen Psychologie auch auseinanderzusetzen. Und last but not least haben wir ebenfalls die Möglichkeit für Sie, dass Sie quasi eine in Storytelling sich engagieren. Das kann halt sowohl auf digitalem Format sein, wie beispielsweise mit Scratch oder mit anderen digitalen Plattformen. Allerdings, Sie können das auch analog machen, um beispielsweise in Comicform ein Thema, ein Themenbereich auch noch mal grafisch, illustrativ, vielleicht auch interaktiv aufzuarbeiten. Ich freue mich da auf jeden Fall schon sehr darauf, welche Ideen Sie auch da auch haben werden. Okay. Genau, also das ist so das Prinzip davon. Sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Sie können sich auch da quasi frei von diesem Potpourri an verschiedenen Aufgabenstellungen sich halt wirklich quasi ihren eigenen Plan über das Semester hinweg auch erstellen. Und ich würde Sie auch wirklich dazu einladen, hier auch diese Veranstaltung in gewisser Weise als Spielwiese auch zu begreifen, sodass, wenn Sie schon immer mal beispielsweise einen Podcast machen wollen, dass Sie das vielleicht einfach mal probieren, weil Sie haben auch da wirklich nicht viel zu verlieren und wir wollen Ihnen auch da wirklich die Möglichkeit bieten, quasi auch Ihre Neugierde nicht nur für das Fach zu wecken, sondern ebenfalls verschiedene Lernstrategien, die Sie vielleicht ausprobieren wollen, mit dieser Veranstaltung einfach mal mitzunehmen. Ich sehe auch gerade im Chat verschiedene Fragen dazu, sehr gut. Eine Frage vom Chat ist, ob die Podcasts oder Erklärvideos zwangsläufig von allen Mitstudierenden gesehen werden müssen oder ob man die auch quasi nur privat mit uns als Lehrteam teilen kann. Diese Entscheidung bleibt Ihnen quasi überlassen. Also Sie können die Podcasts und Erklärvideos zum einen auf Gradecraft einreichen. Da wird es quasi nur von unserem Instruktionsteam gesehen. Oder Sie können die Sachen auf Piazza hochladen und da würden dann quasi Ihre Mitstudierenden ebenfalls auch partizipieren. Okay, jetzt sehe ich da noch eine andere Frage. Podcast, sollen wir Podcasts im Monolog halten oder können wir Expertinnen und Experten oder ähnliche einladen? Das bleibt
Ihnen auch wirklich komplett überlassen. Prinzipiell, bin ich ehrlich, ist es vermutlich spannender, wenn Sie dann noch weitere Personen quasi in Ihren Podcast vielleicht auch hinzunehmen. Für die Erklärvideos ist das gleiche Prinzip irgendwie. Wenn Sie quasi nur ein paar PowerPoint-Folien machen und irgendwie da drüber einen Voice-Over oder so, das ist halt nicht wirklich spannend. Also vielleicht können Sie das halt auch super spannend gestalten. Das will ich auch absolut nicht Ihnen absprechen. Aber ich glaube, Sie sollten das auch wirklich quasi als Möglichkeit begreifen, auch wirklich kreativ dann auch zu werden, um auch viele verschiedene Ressourcen da auch gerne dann mit einzubinden. Okay, ich schaue mir noch kurz ein paar andere Fragen an aus dem Chat. Es gibt auch da schon sogar Versuche, eine Lerngruppe zu starten. Das finde ich sehr gut, das finde ich sehr begrüßenswert. Prinzipiell, reden Sie mit Ihren Mitstudierenden, vernetzen Sie sich. Viele Freundschaften, die Sie quasi im Laufe Ihres Studiums schließen, sind wirklich für viele, viele Jahrzehnte. Was mich auch quasi freuen würde, ist, wenn ich dann irgendwann in 20 Jahren irgendwie eine Nachricht kriege von wegen, oh Herr Fischer, ich habe hier irgendwie die Liebe meines Lebens in der Einführung zur pädagogischen Psychologie kennengelernt. Wunderbar, wunderbar. Also ich will Sie nur begrüßen, dass dann auch vielleicht, wenn Sie vielleicht die Quizze auch gemeinsam machen, sich Corona-mäßig konform, je nach den aktuellen Corona-Bestimmungen, auch treffen, um das dann auch vielleicht gemeinsam zu machen. Völlig klar. Sie können sich natürlich auch hier dienstags 8 Uhr morgens irgendwo zur Pyjama-Watch-Party treffen, wobei das, genau, ich bin gespannt auf jeden Fall, ob wir da auch diese davon dann etwas mal hören. Kann jemand ein Programm zur Erstellung von Mindmaps empfehlen? Es gibt da wirklich auch verschiedene Programme, die Sie da gut verwenden können. Also was ich verwendet habe in der Vergangenheit, ist ein Programm, das heißt C-Maps, aber es gibt auch wirklich viele verschiedene. Und ich glaube, Sie untereinander können auch da sicherlich auch quasi Ihre Erfahrungswerte auch austauschen. Kann man mit mehr als einer Mindmap Punkte kriegen? Nee, also Sie können zwar mehrere Mindmaps einreichen, auch quasi, ich würde auch sehr stark empfehlen, die Mindmaps erst zum Semesterende hin einzureichen, damit Sie auch wirklich dann die Querverbindung von allen verschiedenen Vorlesungen halt auch sehen, weil eine Mindmap von irgendwie den ersten drei Vorlesungen bringt Ihnen auch eventuell etwas weniger. Aber Sie können quasi beliebig viele einreichen, aber es wird halt nur eine gewertet. Okay. Wie werden die Punkte dann auf Gradecraft angerechnet, wenn man die Aufgaben auf Ilias bearbeitet? Genau. Sie werden die Aufgaben ja wirklich auf vielen verschiedenen Plattformen einreichen, aber die Punkte werden Ihnen quasi jeweils immer auf Gradecraft angerechnet, sodass Sie quasi Ihr aktuelles Punkte, ihre aktuellen Erfolge beim Punkte holen, auch wirklich dann auf Gradecraft dann auch jederzeit dann auch sehen. Okay, alles klar. Prinzipiell, wir haben Ihnen auch jetzt da einige Beispiele mitgebracht, wie Sie Millionärin oder Millionär werden. Beispielsweise, wenn Sie halt vor allem einen Schwerpunkt auf den Reading Reactions und den Quizzen legen, würden Sie quasi da 1 Million Punkte holen. Aber ich kann Ihnen auch wirklich nur empfehlen, wir werden alle Studierenden, wir werden Sie nach dieser Vorlesung auf Gradecraft alle frei halten. Da wirklich in der Kristallkugelfunktion wirklich mal so ein bisschen zu explorieren, von wegen, okay, was
will ich wie machen? Und wenn Sie dann Sachen auch gemacht haben im Verlauf des Semesters, werden Sie merken, die Kristallkugel automatisiert sich dann halt auch. Die Kristallkugel aktualisiert sich dann auch ebenfalls, sodass Sie dann auch wirklich gut quasi Ihren eigenen Weg durch das Semester auch planen. Ein zweites Beispiel ist hier gesehen, wo Sie dann auch vielleicht dann auch eher den Schwerpunkt jetzt auf Podcast oder so legen. Aber es bleibt Ihnen auch wirklich sehr selber über das, wie Sie das machen. Prinzipiell fragen Sie sich vielleicht, und das ist jetzt auch wieder einer dieser Punkte, wo man sich fragen kann, okay, warum machen wir das? Warum machen wir das jetzt nicht einfach so, dass wir wie in anderen Veranstaltungen vielleicht einfach nur jede Woche irgendwelche Vorlesungsquizze haben und sie quasi mit den Quizzen die Sache bestehen oder vielleicht noch in irgendwelchen anderen Veranstaltungen, wo es sowas halt überhaupt nicht gibt und Leute halt dann einfach zur Klausur Bulimie lernen machen. In meinem Forschungsteam an der University of California Irvine haben wir genau dazu auch verschiedene Studien gemacht, wo wir uns halt auch vor allem angeschaut haben und Sie sehen hier jetzt auch Ergebnisse von einer von unseren Studien, wo in dieser Studie haben wir quasi untersucht, okay, wie wirkt sich Prokrastinieren auf den Lernerfolg aus? In dieser Studie haben wir uns quasi angeschaut, das war ein fünfwöchiger Universitätskurs, wo Studierende pro Woche fünf Videos sich anzuschauen gehabt haben und am Ende der Woche quasi jeweils einen Quiz zu beantworten gehabt haben, der dann auch dann quasi für die Note auch gezählt hat. Und wir haben uns quasi angeschaut, okay, und die Studierenden hatten quasi die Möglichkeit, auch wirklich frei zu entscheiden, wann sie sich die jeweiligen Videos anschauen. Und da haben wir halt herausgefunden, dass Studierende, die Videos wirklich verteilt über jeden Tag in der Woche angeschaut haben, wesentlich bessere Noten gebracht haben, wie sie es jetzt auch beispielsweise in der unteren Spalte sehen, bei der A oder bei der B. Also in Amerika ist die beste Note eine A, zweitbeste ist halt B. Je dunkler die Felder sind, desto mehr Studierende haben quasi an dem jeweiligen Tag ein Video geschaut. Und sie sehen auch da wirklich sehr eindrucksvoll für Studierende, die quasi ihr Lernpensum über die Zeit verteilt haben, waren die Noten wesentlich besser im Vergleich zu Studierenden, die jetzt nur kurz vor den jeweiligen Examinern sich alle Videos hereingeknallt haben. Von daher kann ich Sie auch wirklich nur ermuntern für diese Veranstaltung, aber auch vor allem für andere Veranstaltungen, wo Sie vielleicht jetzt keine Struktur so direkt vorfinden, so wie wir sie jetzt hier für Sie vorbereitet haben, sich wirklich zu überlegen, okay, wie sie über das Semester verteilt sich mit dem Lernstoff auseinandersetzen, weil dann behalten sie auch viel mehr von dem Wissen auch für die Zukunft. Und das ist auf jeden Fall so ein Ziel von mir, weil irgendwie klar, ich möchte sie gut auch für unsere Klausur vorbereiten. Aber ich bin ehrlich, mir ist es persönlich wesentlich wichtiger, wenn Sie in 4, 5, 6 Jahren die wichtigen Themen unserer Vorlesung genauso gut wiedergeben können wie zur Klausur. Das fände ich persönlich wesentlich attraktiver und dahingehend wollen wir Sie natürlich auch eher vorbereiten. Über Klausur. Wenn Sie quasi in einem unserer Erziehungswissenschaftsstudiengänge drin sind, dann ist diese Vorlesung hier Teil von einer Modulklausur von drei verschiedenen Veranstaltungen hier unserer pädagogischen Psychologie, der pädagogisch-psychologischen Diagnostik und der empirischen Bildungsforschung. Alle drei
Vorlesungen werden quasi in einer gesamten Modulklausur zusammengefasst und die Rahmenbedingungen dafür sind dann 7 Fragen pro Vorlesung mit verschiedenen Multiple-Choice-Fragen vom Partner. Also für meine Vorlesung kann ich Ihnen sagen, wird sich das sehr stark an den Quizzen orientieren. Bei den anderen Klausuren oder bei den anderen Teilen der Modulklausur würde ich Ihnen auf jeden Fall sehr stark empfehlen, dies quasi mit den jeweiligen Dozierenden auch zu besprechen. Prinzipiell, diese Modulklausur ist auch modular aufgebaut. Das heißt, wenn Sie schon einen Teil dieser Modulklausur absolviert haben, also schon in den vorherigen Semestern beispielsweise eine dieser 3 Veranstaltungen belegt haben, dafür auch schon eine Klausur geschrieben haben, brauchen Sie und auch dafür eine Note erhalten haben, dann brauchen Sie nur die Teile der Modulklausur belegen, die Sie halt benötigen, um halt diese 3 Veranstaltungen abzudecken. Wie das genau mit der Modulklausur aussieht, das ist auch noch gefühlt sehr weit weg. Der Klausurtermin ist der 15.02. Das heißt, da werden wir Sie dann auch noch rechtzeitig informieren. Genauso mit der Frage, wird die Klausur in Präsenz oder online? Puh, da werden wir auf jeden Fall noch Zeit brauchen, bis wir da auch wirklich zu einer Entscheidung gelangen, wie das dann auch quasi mit den aktuellen Corona-Bestimmungen dann auch jeweils aussieht auch. Okay, so viel zum organisatorischen Teil. Ich will Ihnen jetzt auch natürlich die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Sie können auch hier, wenn Sie das Video auf YouTube gerade schauen, auch quasi in der YouTube-Kommentarfunktion dann auch gerne Fragen dazu stellen. Das beantworten wir dann ebenfalls auch logischerweise. Und für diejenigen von Ihnen, die jetzt auch gerade live dabei sind, können Sie die Fragen auch gerne in das Chatfenster stellen oder wenn Sie quasi auch sprechen wollen, sich melden und dann würden wir Sie quasi auch frei Ihren Bildschirm und so weiter auch alles für uns freigeben. Okay, ich lese mal ein bisschen im Chat. Okay. Oh, Sie schreiben ja richtig viel, das ist echt gut. Super. Okay. Werden die Vorlesungsfolien vor der Vorlesung hochgeladen? Ja, die Folien werden auch vor der Vorlesung hochgeladen und zwar auf Ilias, auf Gradecraft und auf meiner Website. Das heißt, Sie haben da auch wirklich eine Vielzahl an Möglichkeiten, da die Folien zu kriegen. Prinzipiell probieren wir die Folien vor der Vorlesung hochzuladen. Ich würde Ihnen auch da sehr stark empfehlen, der Umwelt zuliebe, wenn möglich, die Folien auch wirklich nur in digitalem Format zu haben, weil sie sonst halt irgendwie sehr viel Papier auch einfach verbrauchen würden. Genau, aber die Folien werden hochgeladen. Es gab auch eine Frage, ob die schon am Montag hochgeladen werden. Eher Montagabend, Dienstag früh, weil, und das war noch eine andere Frage vom Chat, die Ergebnisse von den Quizzen, bis wann sind die einsehbar? Die Quizze sind ja jeweils bis zum Sonntag Mitternacht, also irgendwie 23.55 Uhr einzureichen. Und wir erstellen danach quasi die Ergebnisse, wie viele Leute prozentual die jeweiligen Quizfragen korrekt beantwortet haben. Und die Ergebnisse bringen wir Ihnen natürlich dann auch in die Vorlesung mit. Das heißt, wir aktualisieren dann halt logischerweise unsere Folien immer so, dass Sie halt dann auch die Ergebnisse kriegen, die dann quasi in der Vorlesung am Dienstag vorgestellt werden. Das heißt, montags die Folien schon hochladen, wie gesagt, erst sehr spät voraussichtlich.
Genau, wann erfahre ich, wie viele Punkte ich für Beiträge gekriegt habe? Das sehen Sie quasi auf Gradecraft. Das heißt, wenn Sie eine Reading Reaction geschrieben haben, beispielsweise, dann werden vermutlich die ja bis zum Sonntag jeweils, wohl auch noch Ihre Mitstudierenden, die Gelegenheit haben, darauf zu antworten. Und ich kann Sie auch wirklich nur empfehlen, beantworten Sie die Reading Reactions, kommentieren Sie auf die Reading Reactions Ihrer Mitstudierenden. Sie machen sich damit auf jeden Fall Freunde. Genau, die Punkte werden wir dann probieren, natürlich dann am Montag Ihnen jeweils auf Gradecraft halt zuzuschreiben, sodass Sie dann da dann die Punkte auch jeweils sehen. Okay. Falls man die benotete Klausur nicht benötigt für seinen Studiengang, soll man Ihnen eine Mail schreiben, um sich auf einmal von der Klausur abzumelden. Nee, wir werden quasi zur Klausur eine explizite Klausur Anmeldung haben. Das heißt, prinzipiell, wenn Sie auf einmal gerade drin sind, wunderbar, Sie sind dann quasi für die Vorlesung dabei. Wenn Sie diese Veranstaltung gerade sehen und noch nicht auf einmal angemeldet sind, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail, weil wir quasi Ihre E-Mail-Adressen über einmal bekommen haben, womit wir Sie halt auch zu dieser Veranstaltung mit dem Zoom-Link und den weiteren Informationen halt auch eingeladen haben. Das heißt, wenn Sie die Veranstaltung jetzt gerade sehen und noch keinen Zugriff zu dem Zoom-Link haben oder den anderen Sachen wie irgendwie Passwörtern etc., schreiben Sie uns bitte dann, fügen wir Sie da auch hinzu. Prinzipiell Klausuranmeldung findet im Laufe des Semesters separat statt. Ob Sie quasi eine Klausur brauchen oder die Klausur nicht brauchen, das ist halt von Ihrer jeweiligen Situation wieder abhängig. Und da würde ich Sie auch Sie bitten, sich eigenständig dann auch zu informieren, was halt für Ihren persönlichen Fall am klügsten wäre. Okay. Wie kann ich mich für die Klausur anmelden, wenn ich EBPP studiere? Genau das klären wir dann im Laufe des Semesters. Die Lernzeit und Art der Methode ändert sich für mich persönlich je nach Prüfungsformat. Können Sie sagen, bis wann Sie eine Entscheidung treffen, beispielsweise bis Weihnachten? Die Lernzeit und Art der Zur Methode ändert Klausurvorbereitung. zur Klausurvorbereitung. Ah, zur Klausurvorbereitung. Können Sie sagen, bis wann Sie eine Entscheidung treffen? Ja, also die Klausur wird zumindest für uns eine Multiple-Choice-Klausur werden und die ist auch quasi komplett gleich, ob die Klausur in Präsenz oder online stattfindet. Und also ich sehe da nicht unbedingt, dass man da sich anders darauf vorbereiten würde, weil die Unterschiede ist halt, ob man quasi auf einem Blatt Papier irgendwie Kreuze macht oder quasi, ob man auf dem Bildschirm irgendwo klickt. Bei einer Online-Klausur haben wir auch die Zeitfenster dann so eingestellt, dass sie nicht wirklich strategisch die Möglichkeit haben, dann parallel sich alle Vorlesungsunterlagen anzusehen, beziehungsweise sie unterschreiben auch quasi, dass es dann ein Closed Book-Examen wäre. Das heißt, dass sie dass sie quasi keine weiteren Hilfsmittel dann verwenden. Okay, cool. Das waren soweit erstmal die größten Fragen, die ich jetzt zumindest vom Chat gesehen habe. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, wie gesagt, auf Piazza, einige von Ihnen werden dann darauf vermutlich sich auch mittlerweile schon registriert haben. Wir haben da auch so ein Fragenreiter. Bitte da auch gerne Fragen dann stellen. Okay, pädagogische Psychologie.
Was ist das? Wir wollen hier auch vor allem quasi da wirklich auch vielerlei Fragen, die Sie da vielleicht haben werden, klären. Aber quasi bevor wir in den Überblick unserer Themen gehen, probieren wir mal gemeinsam den ersten Breakout-Raum aus. Und zwar, ich würde sagen, so 5 Minuten ungefähr, so mit Gruppen von so 3 bis 4 Personen, dass Sie sich zunächst da vorstellen und dann auch quasi beschreiben, was verbinden Sie mit der pädagogischen Psychologie. Sie haben auch vielleicht schon auf Piazza gesehen, eventuell, wenn Sie da schon drin sind, dass wir da einen Reiter für Tierbilder haben. Viele Studierende in den letzten Jahren waren ein großer Fan davon, quasi Bilder von ihren eigenen Tieren da hochzuladen, damit sie dann in unserer Vorlesung gefeatured werden, wie jetzt hier dieses formschöne und auch fleißige Exemplar hier bei unserem Breakout Room da. Von daher, ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen, wenn Sie ein Tier haben oder Ihre Eltern, dann die Bilder hochzuladen. Darüber freuen wir uns jedes Mal logischerweise auch sehr. Und auf Gradecraft werden Sie sehen, haben wir noch mehr Bilder. Also wow, da können Sie sich auf jeden Fall freuen. Und wir haben auch wirklich für jede Vorlesung so ein Vorlesungsmaskottchen jetzt hier für die Oktoberwoche auch so ein wenig Halloween inspiriert. Also Sie können sich da auf jeden Fall drauf freuen. Okay, Breakout-Räume werden jetzt geöffnet. Stell das kurz ein. Und genau, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall sehr viel Spaß bei der ersten Kennenlernrunde von Ihren Mitstudierenden. Alles klar, dann viel Spaß. Sie müssen jetzt auch da quasi so ein Fenster sehen, wo Sie quasi zu einem Breakout-Raum auch eingeladen werden. Da dann einfach da hin draufklicken. Prinzipiell für die Leute, die bei YouTube gerade zugeschaltet sind, idealer Zeitpunkt, dann entweder sich halt selbstständig Notizen zu machen, um die Zeit für die Breakout-Räume dann auch quasi für die eigene Lernvorbereitung zu verwenden oder das Video da, dann halt einfach dann entsprechend vorzuspulen. Okay, ja, los geht's.
Okay, dann willkommen zurück. Oh, perfekt. Willkommen zurück von dem ersten Breakout-Raum von unserer Vorlesung. Super. Ich sehe auch schon, Sie haben auch alle den richtigen Button gefunden, um sich da reinzuwählen in den Breakout-Raum. Und ich würde jetzt auch gerne bitten, dass jemand von den Gruppen 4, 23 und 12 in das Chatfenster schreibt, wie da aus der Gruppe jeweils die Einschätzung war zur pädagogischen Psychologie. Ich werde das eventuell dann auch im Verlaufe des, des der Vorstellung unserer Vorlesungsthemen dann auch erwähnen. Genau, also diese Gruppen bitte das in das Chatfenster jeweils schreiben. Okay, prinzipiell, was wir halt in der pädagogischen Psychologie halt machen wollen, ist, dass wir uns wirklich die verschiedenen interdisziplinären Teilbereiche anschauen, die sich die Grundlagen von der empirischen Bildungsforschung, insbesondere auf den Bezug von Lehr- und Lernprozessen, genauer ansieht. Was wir da auch vor allem sehen, ist, dass wir in der pädagogischen Psychologie dies auf vielen verschiedenen Ebenen uns betrachten. Also sowohl auf der Individualebene, wo wir uns anschauen, okay, Voraussetzungen von Lernprozessen, Voraussetzungen von Individuen, sei es kognitiver Natur, sei es auf anderer Hinsicht, wie da Prozesse dann innerhalb der Individuen geschehen, die dann zu Ergebnissen führen. Ergebnisse dabei sowohl auf der Performance-Ebene als auch irgendwie motivational oder Selbstkonzept auch wirklich auf vielen verschiedenen Ebenen. Von der Individualebene ausgehen, wie diese Lehr- und Lernprozesse beeinflusst werden können, das sehen wir quasi auf der Meso-Ebene, also beispielsweise durch den Unterricht, durch unterrichtliche Praxen, werden wir uns quasi anschauen, okay, wie kann man unter Berücksichtigung von Lernvoraussetzungen, beispielsweise Prozesse, so gesehen beeinflussen, damit man die Ergebnisse beeinflussen kann. Dabei sind diese Vermittlungsprozesse in den gesellschaftlichen Rahmen eingebunden. Also passen da die Voraussetzungen und die Gegebenheiten, die wir dabei uns betrachten, die einen Bezug haben, wie unterrichtliche Gestaltungen dann auch vorliegen. Prinzipiell habe ich Ihnen auch da eine Definition mitgebracht, wo Sie auch quasi nochmal insbesondere sehen, dass die Prozesse, Voraussetzungen und Ergebnisse auf Grundlage von psychologischen Kernkonzepten quasi in den Vordergrund auch gestellt werden. Was wir uns vor allem als Aufgabe der pädagogischen Psychologie sehen, ist, dass wir das Wissen wirklich auch systematisch erfassen, systematisch erweitern. Also insbesondere versteht sich die pädagogische Psychologie auch als eine empirische Wissenschaft, wo wir auch Empfehlungen für Handelnde auch geben wollen und dann auch wirklich auch reale Probleme lösen wollen. Also beispielsweise Stichwort Diagnose, Diagnoseinstrumente. Und da werden wir auch wirklich auch im Verlaufe des Semesters auch viele Sachen kennenlernen, viele verschiedene Messinstrumente kennenlernen. Wir werden auch quasi kennenlernen, was sind Kriterien dafür, dass ein Messinstrument ein kluges oder ein sinnvolles Messinstrument ist und vielerlei weitere Dinge auch. Prinzipiell sind es halt wirklich, der Fokus geht dabei wirklich auf die Wissenschaftlichkeit, die wissenschaftlichen Grundlagen, womit wir halt die Umwelt, die Phänomene,
die wir beobachten, auch beschreiben können, um beispielsweise auch Vorhersagen zu treffen, beispielsweise über den Lehrerfolg. Und was bei Theorien, die wir dann aufstellen in der pädagogischen Psychologie, von wirklich großer Bedeutung ist, ist, dass wir diese Theorien halt auch empirisch überprüfen können und dann auch quasi Studien durchführen, um diese Theorien dann zu überprüfen und das auch logischerweise wertfrei auch machen. So etwas wie irgendwie Bindungsqualität von der Entwicklung von Kindern. So etwas wäre beispielsweise ein theoretisches Konstrukt. Dann würde man in einem Studiendesign Hypothesen fassen, um das abzubilden, um dann mit Hilfe von Operationalisierungen dann auch wirklich empirisch diese Konstrukte dann auch zu messen. Wie das genau geht, erlernen Sie im Laufe des Semesters. Prinzipiell haben wir sehr viele Modelle in der pädagogischen Psychologie. Ihnen werden sehr viele Modelle auch begegnen. Diese Modelle sind auch dann insbesondere häufig in zwei größere Kategorien einteilbar. Sowohl Strukturmodelle, wo Sie Verbindungen von den unterschiedlichen Konstrukten und die Zusammenhänge auch wirklich dann sehen können. Als ein Beispiel haben wir Ihnen hier die Big Five Persönlichkeitsmerkmale mitgebracht, als auch Prozessmodelle, wo Sie wirklich auch die Querverbindungen und den Fluss von Prozessen auch wirklich dann sehen können. Sie werden auch wirklich da wirklich vielerlei von diesen Modellen dann in dieser Vorlesung auch kennenlernen. Wir haben eine Vielzahl an Vorlesungsthemen und Sie kriegen jetzt quasi pro Thema ein 30 Sekunden Feature, damit Sie auch so ein bisschen schon wissen, worauf Sie sich zu den jeweiligen Themenbereichen auch freuen können. Prinzipiell ist es halt auch wirklich so, dass wir zwar von mir den Input kriegen, theoretisch, aber ich will auch wirklich eine produktive und kollaborative Arbeitsatmosphäre, also sowohl mit dem Chat in den Breakout-Räumen, auf Piazza, mit den vielen anderen Möglichkeiten. Wir nehmen auch dann Bezug darauf. Also wenn beispielsweise bei den Reading Reactions etwas Besonderes Spannendes geschrieben wird, kann es gut sein, dass wir das natürlich anonym dann auch jetzt in der Vorlesung nochmal neu aufgreifen. Also diese Veranstaltung lebt wirklich davon, dass Sie wirklich auch aktiv mitmachen, weil wir könnten natürlich auch genauso gut irgendwie mit einer PowerPoint-Präsentation, die wir vor 10 Jahren gemacht haben, da irgendwie eine Aufzeichnung drüber laufen lassen und dann einfach sagen, boah, okay, das ist dann unsere Vorlesung. Aber ich glaube halt, der Lernerfolg für Sie ist halt wesentlich größer, wenn wir das halt auch wirklich kollaborativ gemeinsam auch alles machen. Okay, so die einzelnen Vorlesungsthemen. Sozialisation, Erziehung und Lernen, da schauen wir uns vor allem verschiedene Lerntheorien an und auch so Lernen als Verhaltensänderung. Auch viele absolut klassische Experimente, also freue ich mich auch schon wirklich drauf auf die nächste Woche. Dann Kognition und Metakognition, solche Themenbereiche wie Gedächtnis, psychologische Grundlagen des Lernens, wie wird Wissen repräsentiert, wie wird Wissen organisiert, wirklich spannend, ist vor allem Thema von der Vorlesung. Dann Intelligenz, haben Sie auch sicherlich schon sehr viel darüber gehört. Wir werden uns auch damit dann vertiefend damit auseinandersetzen, was bedeutet Intelligenz, verändert sich Intelligenz in Bezug auf das schulische Lernen und Arbeiten. Dann Selbstkonzept, auch ein sehr wichtiger Bestandteil im Begriff auf Motivation. Was ist das Selbstkonzept? Wie entwickelt sich das Selbstkonzept? Und auch so Fragen von wegen,
was sind so Verbindungen von dem Selbstkonzept beispielsweise mit Schülerleistung. Dann Motivation, sehr klassisches Thema, wie Motivation mit Lernen zusammenhängt, der Zusammenhang Interesse und Motivation. Und Sie merken auch schon vielleicht so ein wenig, wie wir quasi oder warum wir unsere Folien so strukturieren, wie wir es wollen, weil wir wollen natürlich auch die Motivation von Ihnen auch erhöhen. Und wir werden auch da quasi auch noch so mehr darauf eingehen, von wegen irgendwie, wie wir oder was es da für Möglichkeiten gibt, generell, um auch die verschiedenen Arten der Motivation auch besser zu betrachten. Dann schieben wir einen kleinen Block ein, wo wir die Diagnostik und Evaluation in den Fokus stellen, wo wir zum einen uns damit befassen werden, wie man Lernen und Lernprozesse erfassen kann, Lernvoraussetzungen und auch welche Verfahren es quasi gibt, um das auch alles dann zu betrachten. Also was sind quasi Gütekriterien von Testverfahren beispielsweise. Danach gehen wir in einen Block über, der sich in den Fokus stellt, Lernen und Wissenserwerb, vor allem auch mit Schwerpunkt auf die Selbstregulation. Selbstregulation, absolut wichtiges Thema, insbesondere bei Online-Vorlesungen, wie Sie es halt auch schon in dieser einen Studie, die ich Ihnen da vorgestellt habe, auch gesehen haben, dass je besser selbstreguliert Sie arbeiten, desto mehr Erfolg werden Sie in dieser Vorlesung, allerdings auch in Ihrem Leben haben. Von daher, Lernstrategien, um quasi Selbstregulation zu verbessern, kriegen Sie da auch mit und auch Wissenstransfer. Wirklich spannende Vorlesung. Dann Unterrichtsmodelle schauen wir uns genauer an. Also Unterricht dabei auch breiter gefasst als jetzt nur der normale Schulunterricht, sondern wirklich so auch als Lern- und Lehrgelegenheiten, auch Qualitätskriterien, von wegen, was ist guter Unterricht beispielsweise. Bezug nehmen darauf, was ist guter Unterricht, stellen wir auch in den Fokus Unterrichtsqualität und Lehrpersonen, also wie Lehrpersonen quasi die Unterrichtsqualität auch beeinflussen können. In gewisser Weise möchte ich natürlich nicht, dass Sie danach, nach dieser Veranstaltung, dann irgendwie zu Ihren anderen Dozierenden hingehen, um zu sagen, boah, ist aber alles schlecht. Nein, was ich viel mehr will, ist, dass Sie quasi dann reflektieren können, okay, was sind Qualitätsmerkmale von gutem Unterricht, wie kann man dann auch Instruktionssituationen modifizieren, damit Sie dann eventuell auch, wenn Sie dann selber nach Ihrem Studium in solchen Situationen sich befinden, wo Sie Instruktionen geben, dann auch wirklich auf Grundlage der pädagogischen Psychologie dann ihr Wissen anwenden können, um auch dann für Ihre Lernenden möglichst vorteilhaften Unterricht zu bieten. Dann logischerweise umso wichtiger digitale Technologien, Medien, mediales Lernen. Wir schauen uns quasi an so Besonderheiten von digitalem Lernen. Wie sind auch da die pädagogisch-psychologischen Hintergründe von digitalem Lernen und quasi was weiß man darüber? Und dann last but not least quasi Schwerpunkt insbesondere auf die Online-Lehre, Online-Lehrer an Hochschulen. Am Ende des Semesters sind Sie hier mit dieser Veranstaltung auch Expertinnen und Experten schon in dem Bereich. Und wir schauen uns da auch noch so ein bisschen genauer an, von wegen Merkmale von guter Online-Lehre, aktuelle Befunde und vielerlei andere Studien in dem Bereich. So, das ist prinzipiell so die Idee quasi für unsere Veranstaltung. Wir haben ja, wie Sie sehen, ist das, weil wir so eine Großveranstaltung mit, jetzt sind gerade noch so 150 Leute in der Vorlesung live dabei, vorhin waren es an die 200, haben wir ein paar verloren anscheinend, ist es insbesondere wichtig, dass Sie quasi in dieser Online-Modalität gut vorbereitet worden sind. Mit unserem Forschungsteam an der University of California, Irvine, wo wir wirklich seit Jahrzehnten quasi zu guter Online-Lehre forschen, haben wir Ihnen ein paar
Tipps und Tricks quasi übersetzt von unserer Forschung in praktische Empfehlungen, was Sie quasi machen können, um quasi dieses Online-Semester auch wirklich gut zu gestalten, wie Sie quasi Ihren Lernerfolg auch optimieren können. Ich würde Sie da empfehlen, dann quasi da auf unsere Website dann auch zu gehen und dann werden Sie da auch vielerlei Informationen kriegen. Ja, genau. Also von daher, ich freue mich wirklich, dieses Semester mit Ihnen zu gestalten und würde mich auch sehr freuen, wenn wir Sie dann in der nächsten Vorlesung dann auch wieder begrüßen. Alles klar, ich freue mich auf Sie und wünsche Ihnen auch noch weiterhin einen schönen weiteren Start in diesen Vorlesungstag. Auf Wiedersehen.